Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht. Ich habe mal wieder eine Menge Sachen gesammelt, die ich aufgebraucht habe und die möchte ich euch heute gerne zeigen und meine Meinung dazu sagen, ob es sich auch lohnt und ob ich mir das wirklich nochmal nachkaufen würde. Wir starten mit etwas, das ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen würde. Und zwar ist das einmal Chamomile von The Body Shop und zwar ist das eine Butter, um sich abzuschminken. Und die habe ich so viel aufgebraucht. So sehr aufgebraucht, also wirklich komplett. Hier ist wirklich gar nichts mehr übrig. Ich habe das geliebt. Der Duft ist sehr, sehr angenehm. Es nimmt wirklich sehr, sehr zart und samtweich das Make-up ab. Also ich habe mein Gesicht damit abgeschminkt. Mein Augen-Make-up habe ich trotzdem noch mit meinem Reinigungsmilch abgenommen, so wie immer. Aber das ist wirklich so, so schön. Das war wirklich sehr, sehr toll. Einfach nur auf den Fingern verteilen lassen und dann auf das ganze Make-up einschmieren. Natürlich hat man das Gefühl, man verteilt alles überall. Aber danach mit dem Wasser ab, perfekt. Wirklich, habe ich auch schon wieder stehen in neu. Dann habe ich aufgebraucht von The Body Shop einmal Aloe Vera, so ein Gel. Und zwar sind hier 90% Aloe Vera Gel drin gewesen. Das hatte ich dabei gehabt im Urlaub, im Sommerurlaub und habe das als After Sun Pflege benutzt. Und ich muss sagen, ich fand das richtig gut. Also das war eine super tolle Pflege. Ich liebe sowieso Aloe Vera, das hat so einen ganz schönen, heilenden Effekt. Und ich benutze das super gerne und für den Urlaub war das einfach perfekt. Das hat für zwei Leute für 1,5 Wochen ungefähr gereicht und das war einfach Hammer. Dann, oh mein Gott, so viel The Body Shop. Dann habe ich aufgebraucht ein Haarspray, ein Haarlack und zwar Got to Be von Schwarzkopf, Made for Mess. Und ich weiß noch, ich hatte das gekauft, als Farina Werbung dafür gemacht hatte und ich fand das irgendwie cool. Und ich muss auch sagen, das hat seinen Job gut gemacht, hat mir gut gefallen. Haarspray ist jetzt ein Produkt, das ich nicht so oft benutze, aber hin und wieder schon und dann ärgere ich mich immer, wenn ich nichts da habe. Aber das fand ich wirklich gut, hat mir gut gefallen. Ja, so ein bisschen Suncare. Dann noch zwei Produkte. Einmal die Sonnenmilch von Sundance, von DM, in der Stufe 30, also Schutz 30. Und einmal After Sun von Garnier. Das hat mir meine Schwester gelassen, weil sie ist ein bisschen früher abgereist, als wir im Urlaub waren. Und das habe ich dann noch zu Ende benutzt. Und das ist hier auch mit Aloe Vera, super toll. Das hat einen Sprühkopf gehabt. Und es ist so praktisch. Das war einfach mega. Das war sehr wässrig und sehr leicht. Und gerade auf so einer geröteten, empfindlichen Haut war das einfach perfekt. So drauf sprühen und ein bisschen leicht verteilen war sehr, sehr schön. Und diese Sundance Sonnencreme ist auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also man muss nicht immer viel Geld ausgeben und die ist einfach super. Es ist auch sogar oft, habe ich schon so oft gehört, dass die einfachsten Sonnencremes, also die günstigsten, jetzt auch aus dem Supermarkt oder so, teilweise viel, viel besser sind als die ganz teuren. Weil manche bekommen auch so eine Sonnenallergie bei speziellen Sonnencremes. Aber bei diesen, da habe ich noch nie gehört, dass jemand irgendwie was, dass jemand eine schlechte Erfahrung mitgemacht hat. Dann mal was ganz anderes und zwar ein Duft von Versace Bright Crystal. Und das ist eins meiner liebsten Düfte überhaupt. Ich habe das schon 2 oder 3 Mal aufgebraucht, bin mir gerade nicht sicher. Ich liebe das, hier ist normalerweise so ein rosanes Wässerchen drin. Und es riecht einfach perfekt. Es riecht sehr frisch, süßlich, blumig, feminin, pfiffig, würde ich sagen. Ich mag das super und was ich vor allem daran mag, dass es sehr, sehr gut und lange hält. Ich merke immer sofort, wenn jemand diesen Duft trägt, weil man das wirklich riecht überall. Aber nicht so unangenehm. So kennt ihr das, wenn jemand in den Raum kommt und einfach gut riecht und das ist so, man möchte neben dieser Person sein und das ist so ein Duft. Ich liebe den. Ich habe den auch ganz neu wieder nachgekauft, habe ich euch auch schon erzählt. Dann habe ich aufgebraucht einmal von Vichy Slow Age die Creme, die Tagescreme. Die habe ich manchmal sogar auch abends benutzt, aber das ist eigentlich so eine täglich stärkende Pflege gegen Hautalterungszeichen in ihrer Entstehung. Augenpartie aussparen. Genau, dazu passend hatte ich auch eine Augencreme gehabt, die ist auch fast leer. Und ich muss sagen, das war sehr, sehr schön. Ich hatte auch dazu eine Kooperation gehabt mit Vichy. Ich habe das komplett aufgebraucht. Ich fand das richtig gut. Es hat sehr, sehr gut eingezogen, super schnell und es hat sich auch sehr reichhaltig angefühlt. Meine Haut war danach, hat nicht gespannt, hatte keine trockenen Stellen und auch am Morgen danach habe ich nicht gedacht, okay, jetzt brauche ich irgendwie eine Extrapflege, sondern es war wirklich sehr, sehr schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein ganz tolles Produkt.
Dann habe ich aufgebraucht hier drei Masken, zeige ich euch gerade mal. Und zwar einmal eine Tuchmaske, so eine pinkene Face Love. Und zwar von beim DM gibt es die. Und diese Tuchmaske sieht wirklich, also das ist wirklich, man sieht aus wie ein Panda-Bär. Weil genau so schaut die Maske auch aus. Und aber, die ist so pflegend. Ich mochte sie so gerne. Ich hatte sie, ich glaube, in irgendeiner Goodie-Bag gehabt, wo ich mal unterwegs war. In irgendeinem Hotelzimmer habe ich mir das aufgetragen. Und ich habe mir gedacht, diese Verpackung muss ich unbedingt mit nach Hause nehmen, damit ich euch das in einem Aufgebraucht-Video zeigen kann. Und übrigens ist hier die Richtung und auch der Wirkstoff rosa. Und das war wirklich so, so toll. Super erfrischend und sehr, sehr pflegend. Wirklich ganz toll. Genauso wie diese Maske. Also ich muss sowieso sagen, dass Tuchmasken super pflegend sind. Natürlich kann man das nicht so dosieren wie so flüssige Masken. Zum Beispiel auch nicht im Gesicht anpassen. Wenn ihr hier trocken seid, hier ölig oder so. Ja, da kann man verschiedene Masken auftragen. Bei einer Tuchmaske hat man überall den gleichen Wirkstoff oder die gleiche Wirkung. Deswegen... ja, muss man selber gucken, wie und welche Masken man verwendet. Aber Tuchmasken sind für mich super, weil ich habe eigentlich insgesamt eine normale Haut, würde ich sagen. Und ich komme mit denen ganz gut zurecht. Und das ist eine Maske von Tony Moly mit Algenextrakt. Und die war auch sehr, sehr, sehr pflegend. Und ja, ich mag das einfach. Ich habe einfach eine richtige Liebe dafür entwickelt. Und dann habe ich noch eine Tuchmaske, und zwar eine Kaviar-Maske. Und die war super teuer. Die habe ich gekauft beim TK Maxx, genauso wie diese hier. Und die hat gekostet, glaube ich, 12 Euro. Und die hat hier so zwei Phasen. Das eine ist eine Tuchmaske und danach gibt es ein Serum, das man wie eine Creme einmassiert und nicht abwäscht, nichts davon. Und ich muss sagen, das war wirklich sehr pflegend. Also ich habe mir schon gedacht, das muss wirklich ein krasses, klasse Produkt sein, wenn es schon so teuer ist. Aber das hat es wirklich in sich. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal kaufen würde. Ich finde 12 Euro für einmal schon sauteuer. Also wirklich, muss auch nicht sein. Aber sie war wirklich sehr pflegend. Wirklich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich noch aufgebraucht habe, ist auch von The Body Shop einmal Pinita Colada. Das war ein Duschgel. Das war sehr, sehr cool. Das habe ich im Urlaub aufgebraucht. Und das ist auch so ein Duft. Wenn ich das jetzt rieche, dann fühle ich mich zurückversetzt, als wäre ich wieder auf Ibiza. Ja, sehr, sehr schön. Unser ganzes Bad hat auch immer danach gerochen. Sehr, sehr leckerer Duft, wirklich sehr angenehm und so absolut sommerlich. Und was ich noch aufgebraucht habe von The Body Shop, ich hatte wirklich mal so ein Paket bekommen. Oder nee, das war noch nach dem Event. Ich hatte ganz viele Produkte von The Body Shop und ich habe die irgendwie alle gleichzeitig benutzt und finde sie wirklich alle gut. Also The Body Shop ist wirklich eine super Brand. Mir hat noch nichts davon enttäuscht. Und das ist ein Conditioner. Und zwar ein Banana-Conditioner. Shampoo ist auch schon so gut wie alle. Also das ist eine Pflegespülung, die man auswäscht nach dem Shampoo auftragen. Und danach auswaschen in die Längen und in die Spitzen. Conditioner nie einen Ansatz auftragen, weil das lässt eure Haare sonst sehr schnell wieder fettig werden. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dieses bisschen, was hier noch drin ist, kriege ich einfach nicht raus. Das hat mir sehr gut gefallen. Meine Haare sind danach wirklich sehr geschmeidig gewesen. Und wenn ich zum Beispiel solche Locken machen wollte, dann habe ich das nicht benutzt, denn sonst waren sie mir zu geschmeidig, zu glatt. Aber das war eine ganz, ganz schöne Pflege, wirklich. Hat mir gut gefallen. Hier, mein Lieblingsdeo habe ich aufgebraucht. Von Rexona einmal Cut and Dry Algodon. Dry and Fresh. 48 Stunden, oh mein Gott. Also dieses Deo habe ich mir auch schon mehrmals nachgekauft. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ich das nicht alleine benutze. Ich habe mir das auch schon wieder ganz neu nachgekauft, steht bei mir im Bad. Das ist ein ganz tolles Deo, also man schwitzt wirklich weniger bis nicht unter den Achseln. Und duften tut man, wenn, dann nur nach diesem Deo oder eigentlich nach gar nichts, neutral. Und das ist einfach mega. Ich muss sagen, ich war nie der Schwitzer. Ich habe das euch auch schon in so vielen Videos erzählt, dass ich mit Schwitzen eigentlich keine Probleme habe. Aber ich muss sagen, nach meinem 30. Geburtstag hat sich mein Körper irgendwie so ein bisschen doch verändert. Und ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr schwitze. Und deswegen bin ich jetzt mehr denn je auf dieses Deo angewiesen, vor allem auch wegen dem Duft, dass man einfach nicht riecht. Und das ist wirklich ein sehr großer Retter. Ich habe schon sehr, sehr oft ausprobiert, mal ohne Deo und dann mit diesem Deo. Das ist wie Tag und Nacht, ein Riesenunterschied. Und ich habe das schon mal gezeigt und ganz viele von euch haben auch schon gesagt, dass sie dieses Deo auch super finden. Dann habe ich aufgebraucht eine Handcreme und zwar Vintage Fabrics and Flowers.
Ich weiß nicht, das war, glaube ich, in so einem kleinen Set mit noch anderen zwei, drei kleinen Produkten. Das hatte ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die hat super gut gerochen. Heathcote and Ivory. Kennt ihr diese Marke? I don't know. Das war, wie gesagt, ein Geschenk. Aber die Creme war sehr, also die hat so gut geduftet, wirklich. Das war mega. Fast ein Ticken zu sehr für eine Handcreme. Was ich noch aufgebraucht habe, ist ein Augenbrauenstift von Catrice. Und zwar dieser ganz dünne, von dem ich schon ewig schwärme. Und zwar in der Farbe Medium. Das ist jetzt heute, damit habe ich mich natürlich nicht geschminkt. Aber der ist auch schon wieder nachgekauft. Das ist ein ganz toller Augenbrauenstift, der wirklich mit High-End-Produkten mithalten kann. 100 Pro. Hier ist ein Böschen an dem einen Ende und an dem anderen Ende ist eben dieser Stift. Und der ist ganz, ganz fein und dünn. Hier steht sogar, wie breit er ist. 1,5 mm, das ist gar nichts. Und mit dem kann man ganz fein und präzise die Augenbrauen nachzeichnen. Ich habe das immer in der Farbe, Medium steht hier. Ansonsten nehme ich ganz gerne Aschegetöne für meine Augenbrauen, weil ich ja, wegen meinem Blond einfach. Aber das ist ein ganz toller Augenbrauenstift, wirklich hammermäßig. Und finally habe ich aufgebraucht, kaum zu glauben. Medium to Dark von L'Oreal, ein Augenbrauengel. Das ist schon so benutzt und aufgebraucht, hier sieht man keine Aufschrift mehr, gar nichts. Weil das Teil ist auch schon 1,5 Jahre alt. Und genau so lange habe ich das auch benutzt. Das ist mir nicht vorher weggetrocknet, nicht leer gegangen. Ich habe überhaupt gedacht, das wird niemals leer gehen. Ich habe euch das auch so oft gezeigt. Ich habe immer gesagt, das funktioniert einfach immer noch. Das ist irgendwie auch in 3 oder 4 Favoritenvideos gelandet. Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Produkt, muss man echt sagen. Das ist auch so und könnte aus dem High-End-Bereich sein. Das bisschen ist perfekt, weil es nach oben hin so ein bisschen spitzer zuläuft. Ich mag das gar nicht, wenn das so überall gleich dick ist, weil dann kann ich das hier nicht so gut, nicht so präzise damit sein. Aber das war wirklich sehr, sehr schön. Auch die Farbe eben, Dark Brown, fand ich gar nicht schlimm. Aber auch als meine Haare ganz hell waren, fand ich sogar ganz cool, wenn meine Augenbrauen ein bisschen dunkler waren. Ich fand, das sah irgendwie so stylisch aus. Und ja, nun ist es endlich aufgebraucht. Ich hatte das gekauft in Amerika. Ich glaube, genau so gibt es in Deutschland nicht, aber ähnlich. Und ja, das mochte ich sehr, sehr gern. Eigentlich einer der besten Augenbrauengele, die ich je hatte. Und dann habe ich noch von Dermalogica eine Augenbrauencreme. Eine Augencreme. Und zwar hat sie so einen metallischen Aufsatz hier, der übertrieben gut immer gekühlt hat beim Auftragen. Das war wirklich so angenehm, vor allem am Morgen ein bisschen zum Wachwerden, so ein bisschen Lifting-Gefühl zu haben. War das sehr, sehr schön. Das war sogar, glaube ich, auch eine Kooperation gewesen. Ich liebe das total. Ne? Ich weiß nicht, ich mache ja nicht so viele Kooperationen, aber wenn, dann aus voller Überzeugung. Und ich freue mich immer total, weil alles, wenn ihr seht, dass ich das komplett aufgebraucht habe, dann ist eigentlich ein Zeichen, dass es auch gut geklappt hat und gut für mich funktioniert hat. Und es sind auch wirklich die meisten Produkte, kann ich absolut behaupten. Eigentlich alle. Und das ist auch eine Augencreme, die ich mal zu einer Kooperation benutzt hatte oder zugeschickt hatte von Dermalogica. Und das war auch sehr, sehr schön. Habe ich auch komplett aufgebraucht. Hier ist auch super viel drin und ich mochte das ganz, ganz gerne. Und das letzte Produkt, was ich euch noch zeigen möchte, ist eine Creme. Und das ist eine Creme von Reviderm. Das ist eine Tagescreme oder Nachtcreme. Die ist so super reichhaltig gewesen, dass ich die eigentlich nur abends benutzt habe. Und irgendwann habe ich sie stehen gelassen und dann ist irgendwas passiert. Die ist ausgetrocknet oder nicht mehr gut geworden, ich weiß nicht. Und das arme Teil ist mir sogar auch einmal runtergefallen. Ist einfach ein Teil vom Deckel abgebrochen. Aber das war auch eine ganz, ganz schöne Creme. Ich weiß nicht, kennt ihr die Marke Reviderm? Ich habe letztens in Taunusstein gesehen, dass da in Taunusstein-Hahn war da auch so, ich weiß nicht, ob das ein Kosmetikstudio ist oder was, aber da stand auf jeden Fall Reviderm dran und dann habe ich mir so gedacht, oh, cool, habe ich vorher noch nirgends gesehen und das hatte ich auch mal zugeschickt bekommen. Das war wirklich ganz, ganz schön. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich so viele Produkte ausprobieren kann dadurch, was ich mache, dass ich eben so einen Beauty-Channel habe, dass ich euch eben auch sagen kann, was gut ist und was nicht. Und wenn ich mich durch viele Produkte durchprobiere, muss ich sagen, lasst euch nicht täuschen, ich mache nicht nur mal die, sondern ich benutze mal eine Creme von Anfang bis zum Ende und dann erst nehme ich eine andere. Ich denke, dieser Wechsel ist nicht schlecht, aber wenn ihr jeden Tag und jeden Abend eine andere Creme benutzt, dann ist vielleicht nicht so gut. Ja, das war's auch schon. Ich habe noch mal was, ich habe das fast ganz vergessen, euch noch mal zu zeigen. Und zwar habe ich das richtig, also möchte ich das extra noch mal sagen, weil
ich das Gefühl habe, dass ganz viele, wirklich sehr viele, sich dafür interessiert haben und ganz viele haben auch nachgefragt. Und zwar geht es um dieses Starter-Set von Neonail und zwar diese Nägel, die ich gemacht habe. Hier habe ich hier schon zum zweiten Mal gemacht. Und ich habe euch ja ein Tutorial dazu gemacht, wie man das macht, diese UV-Nägel und vor allem auch, was alles in diesem Starter-Set dabei ist. Und ein paar ganz aufmerksame Mädels von euch haben gemerkt, dass ich schussel. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte, dass ich aus Versehen den Base-Coat zweimal benutzt habe, anstatt erstmal die Base-Coat, die Farbe und dann den Top-Coat, beziehungsweise Hard-Top heißt es in dem Fall. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich habe das wirklich nicht mal beim Filmen und nicht mal beim Schneiden gemerkt. Aber ihr habt natürlich vollkommen recht. Als allererstes benutzt man eine Basis, danach eine Farbe und dann einen Hard-Top-Coat. Das wollte ich mal berichtigen, weil so wollte ich das nämlich nicht stehen lassen. Und zum anderen wollte ich euch auch noch erzählen, was ich total verpeilt habe. Und zwar gibt es sogar auch ein Öl hier drin, das ihr benutzen könnt. Das heißt, ihr braucht eigentlich gar nichts Externes benutzen, sondern ihr habt mit diesem Starter-Set wirklich alles da. Genau, dieses Öl für die Nägel. Und um die Nägel anzurauen, gibt es hier so eine schöne lilane Feile. Die passt perfekt. Die könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Die wird auch empfohlen. Zum Entfernen, da wurde ich auch sehr oft gefragt, wie man diese Nägel wieder abbekommt. Und zwar gibt es einmal einen Nail Cleaner, mit dem macht man die Nägel sauber sozusagen. Und dann gibt es noch einen Aceton Remover. Und dazu ist es wirklich alles hier dabei. Dazu muss man diesen Aceton Remover auf dieses Wattestückchen hier drauf machen und dann diese ganze Folie um einen Finger jeweils, also vollgetränkt mit diesem Mittel, um den Finger wickeln und danach 10 Minuten einwirken lassen. Dann kann man die Folie abziehen und dann kann man das mit so einem Rosenholzstäbchen einfach so alles abziehen. Ich habe das einmal schon gemacht, weil ich wollte unbedingt ausprobieren, wie das ist, das wieder abzubekommen. Ich dachte erst, das geht so in einem Stück ab, aber ist nicht. Das kann man so ganz leicht abkratzen, das geht wirklich super leicht weg. Und dann kriegt man alles ab und kann wieder von neu machen und eine neue Farbe auftragen, wie ich jetzt in meinem Fall. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr beeindruckt davon. Ich habe das zum ersten Mal ausprobiert. Ich bin eigentlich meistens mehr so der Nagellack-Typ. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es aber auch super praktisch, weil es hält einfach länger und sieht auch an den Spitzen und auch am Ansatz einfach immer gleich gut aus. Und nicht wie beim Nagellack, der sich nach und nach immer wie so abnutzt. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe nach 2 Wochen eine andere Farbe genommen, weil ich einfach eine andere Farbe haben wollte, aber die haben immer noch gut gehalten, die sind einfach nur am Ansatz rausgewachsen, aber es hat sich hier, also sah einfach ganz super gut aus, wie als hätte ich Gelnägel oder Acrylnägel. Deswegen bin ich super happy damit und habe gleich die nächste Farbe ausprobiert und ich finde das wirklich mega schön und ganz viele von euch haben mich gefragt, ob sich das lohnt, es zu holen und wie ich dann insgesamt fand. Ich fand das sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt das eine Weile getragen und so als Erfahrung muss ich wirklich zugeben, dass es sehr, sehr schön ist. Hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, die von euch das so nachbestellen, dass es euch auch genauso gut gefällt wie mir. Das ist wie gesagt ein Starter-Set. Es gibt verschiedene Sets auf dieser Seite, aber ich habe das Starter-Set. Und wenn ich genau das finde, werde ich euch das am besten auch verlinken. Ich glaube, das ist auch einfacher für euch, dass ihr genau wisst, was ich hier habe. Okay, das war's mit meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Endlich kann ich das alles wieder wegwerfen. Ich freue mich immer mega, wenn das Video alles fertig ist und ich das alles wegwerfen kann. Aber ich hoffe auch, dass euch auch dieses Video gefallen hat. Ich finde, das ist eines der besten Reviews, die man eigentlich bekommen kann zu Produkten. Ich freue mich auch immer, wenn ihr einschaltet und auch Kommentare dazu hinterlasst. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin alles Liebe. Tschüss.